Herzlich willkommen bei Abenteuer Hinterland und frohe Ostern, meine Lieben. Wir haben heute Ostersonntag. Ich möchte heute hier eine kleine Tour machen. Ich möchte heute wieder in den Biedenkopfer Wald ein bisschen rumlaufen und möchte mir auch nochmal den Waldkindergarten anschauen und auch das große Indianerzelt, so ein Tipi-Zelt, so ein riesengroßes steht da. Und wenn ihr Lust habt, dann lade ich euch zu dieser kleinen Runde herzlich ein. Es gibt auch was zu essen und einen Kaffee. Kommt einfach mit. Ja, meine Freunde, mal kurz zur Info. Im Hintergrund seht ihr Biedenkopf und links, von euch aus gesehen, links da hinten, da kann man ihn erahnen, diesen Windpark Schwarzenberg. Und tja, das Wetter ist top. Es ist so warm, schon eigentlich wie im Juni, aber dafür ist der Wind hier angenehm. Nicht nachher wie im Juli, wenn wir auch hier so eine Backofenluft haben. Jetzt gibt es noch genug Abkühlung und ich mache mich mal weiter auf den Weg. Ich muss mich jetzt wieder, wie immer, erstmal bergauf. Ja, meine Freunde, das ist hier der Waldkindergarten und hier ist auch so eine kleine Schutzhütte. Und wenn ich mal so überlege, hier kann man mit Sicherheit auch eine super Übernachtung machen, obwohl mir das hier mit Sicherheit ein bisschen zu menschennah ist. Das heißt, hier werden mit Sicherheit öfters Wanderer sein und so. Und ich bin ja eher der Einzelgänger, wenn ich im Wald irgendwo übernachte, dann möchte ich da schon ganz für mich alleine sein. Aber man könnte hier locker mit einer Wandergruppe drin übernachten. Hier auf dem Boden ist genug Platz. Ein schöner, geschützter Holzboden. Und es ist eigentlich perfekt. Jedenfalls, ich habe jetzt hier erstmal ein bisschen Schatten. Das habe ich am Anfang des Videos gesagt. Es wäre relativ kühl. Nee, ganz ehrlich gesagt, mir ist das schon wieder zu heiß. Wir haben ja leider kein Mittelding mehr hier. Letzte Woche war noch Schneeregen. Und jetzt ist direkt für meine Verhältnisse, also für mein Körperbefinden, mir ist es schon wieder zu heiß, besonders wenn man hier bergauf hoch laufen muss. Und mir wäre am liebsten so 18, 19 Grad, das würde mir reichen. Ja, ich mache jetzt ein kurzes Päuschen hier und dann schaue ich mir mal das Tipi-Zelt an. Ich habe es jetzt noch gar nicht gesehen, das ist ein Stück weiter weg von hier und das finde ich noch am interessantesten hier an dem Waldkindergarten. Herzlich willkommen im Tipi. Vorstellen, sowas hätte ich in meinem Waldgarten. Dann würde ich, glaube ich, gar nicht mehr nach Hause gehen. Hat sogar richtig auch hier ein Lining, was man runter machen kann zum Windschutz von unten noch. Dadurch bekommt man auch, jetzt wenn man ein Tipi hat, wo man auch Feuer drin macht, bekommt man einen schönen Kamineffekt dadurch.
Ja, aber hier wird nur Feuer machen gespielt. Das wäre auch zu gefährlich mit den Kindern. Ja, meine Lieben, wer mein letztes Video mit der Radtour nicht gesehen hat, das ist dieses Chili con Carne, das habe ich jetzt bei Edeka entdeckt. Das ist eine 500 Gramm Dose. Ich finde die Portion perfekt bei einer Tour. Und einmal habe ich es, wie gesagt, schon gegessen und ich war doch sehr zufrieden damit. Und deswegen habe ich mir das jetzt nochmal gekauft. Das kostet 1,39 Euro. Und ich brösel mir immer noch mal eine Scheibe Sonnenblumenkernbrot damit rein. Das macht dann noch mehr satt und schmeckt einfach noch einen Ticken besser. Thank you.
Und nochmal gesagt, für diesen Preis ist das wirklich ein leckeres Essen. Also mir schmeckt das sehr gut. Ja, meine Freunde, ein herrlicher Tag geht langsam zu Ende. Ich wollte mir ja da drüben noch einen Kaffee kochen, aber da kamen Spaziergänger mit Kindern und so. Und da habe ich gedacht, ach komm, pack ein. Es wird aber gleich noch eine Gelegenheit kommen, wo ich mir schön gemütlich mein Käffchen machen kann. Und dann ist die Tour auch bald für heute zu Ende. Sollte ja eigentlich nur eine kleine Runde werden, denn morgen, Ostermontag, möchte ich eine schöne Radtour machen. Und dafür möchte ich mich ja heute nicht so verausgaben, dass ich morgen richtig fit bin. Denn ich möchte morgen eine Tagestour machen. Ich werde das Ganze auch wieder filmen. Und ja, ich habe ja gemerkt, wenn ich jetzt so über Videos hochlade mit zum Thema Fahrradfahren oder so, das wird, glaube ich, nur zögerlich aufgerufen, diese Videos. Obwohl die Leute vielleicht wissen sollten, dass das eigentlich von der Art her nichts anderes ist, als wenn ich jetzt hier eine Wanderung mache. Denn ich werde mir da auch immer wieder was zu essen kochen im Wald und die Natur ist dieselbe, nur halt mit dem Fahrrad unterwegs. Und ich finde, Fahrradfahren ist eine große Leidenschaft von mir und das ist für mich immer irgendwie so richtig Abenteuer auch. Und das macht einfach riesen viel Spaß und vor allen Dingen hat man noch mehr Eindrücke, wenn man ja schneller unterwegs ist als jetzt zu Fuß. Und deswegen, ja, ich freue mich morgen auf eine schöne Radtour und wir sehen uns jetzt gleich wieder, wenn ich an der Stelle angekommen bin, wo ich mir noch ein Käffchen machen möchte und ich hoffe, ihr begleitet mich noch so lange. Bis gleich. Ja, meine Freunde, ich bin jetzt da angekommen, wo ich mir den Kaffee machen möchte und das möchte ich nämlich genau in meinen Waldgarten heute machen. Ich habe mir überlegt, ah, du bist jetzt ziemlich gestärkt von dem Chili con Carne. Warum sollst du nicht noch den kleinen Umweg machen, ungefähr eine Stunde Umweg und gehst nochmal in deinen Waldgarten? Wir haben ja noch früh, es ist noch lange hell und das war die richtige Entscheidung. Ich freue mich richtig mal wieder hier zu sein endlich. Ich war die Tage schon mal hier, aber da habe ich nur kurz ein bisschen hier die Wiese gemäht, damit das nicht alles so zuwuchert, dass ich danach wieder zwei Tage dran arbeite. Und deswegen freue ich mich jetzt einfach mal wieder hier zum Entspannen zu sein. Und es haben mich auch schon einige gefragt, ob ich den Garten denn überhaupt noch hätte und so. Natürlich habe ich den noch, den würde ich freiwillig nie mehr abgeben. Und ja, alles steht noch, es ist super stabil, mein Trapper-Shelter hier. Und die Feuerstelle, alles top, in Ordnung, nichts kaputt, den Winter gut überstanden. Das Dach hat ein paar Blessuren gehabt vom Sturm, aber es ist alles dicht. Die LKW-Plane ist Hammer, das steht alles hier noch super. Und jetzt gibt es hier einen Kaffee.
Ja, und für alle, die das vielleicht noch nicht wissen, von dem Stanley Coop oder Cup, der diesen Topf hat von Stanley, der kann den Deckel hier wunderbar für den Tatonka-Händelmark benutzen. Der passt nämlich richtig super da drauf. Ja, hier ist meine Feuerstelle. Und es ist wirklich alles so geblieben, wie ich es hinterlassen habe. Selbst hier den Spaten, die Säge, alles noch da. Mein Waldgarten, der ist hier so abseits, das findet hier einer nicht. Wenn ich denen das nicht erkläre, das findet keiner. Und genauso soll es auch sein. Ja, das ist schon alles wunderbar getrocknet hier. Mein kleines Holzlager. Und ich sehe, mein Wasser kocht für den Kaffee. Dann würde ich sagen, jetzt gibt's einen Kaffee. Wisst ihr was? Es gibt ein Cappuccino Wiener Melange. Ja, das war dann doch letztendlich ein schöner Nachmittag. Ich war ein ganzes Stück durch den Wald. Und jetzt zum Abschluss nochmal einen kleinen Abstecher in meinen Waldgarten. Und auf dem Cappuccino kann man dann den Tag ausklinken lassen. Ja, meine Freunde, das war's mit der heutigen Tour. Ich freue mich, dass ich hier nochmal bei meinem Waldgarten reingeschaut habe. Das hat mich wirklich jetzt wieder sehr gefreut, hier zu sein. Ich habe den Cappuccino genossen und wie gesagt, ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen geht's aufs Rad und ihr werdet demnächst wieder was von mir sehen. Bis dann, euer Volker von Abenteuer Hinterland und schöne Restostern. Bis bald. Tschüss.